Jetzt kommt auch noch mal eine Schlüsselstelle. Ich habe gerade gar nichts anderes gesehen außer Schlüsselstellen. Boah, bitte nicht rechts runter gucken, Leute. Was ist hier? Ah, nee. Alles gut, Messi. Hast den Schlüssel gefunden hier an der Schlüsselstelle. Scheiße. Scheiße. Boah, geisteskranker Scheiß hier, Leute. So, in diesem Video siehst du E-Biker, die sich gedacht haben, das Wetter ist gerade so gut, dass wir auf die Trails fahren in einem Gebiet, wo man eigentlich nicht hinfahren sollte, wenn es nass ist. Aber die E-Biker, die du jetzt hier siehst, haben da Bock drauf gehabt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wir sehen uns auf dem Trail. Oh, schön, dass du dabei bist. Wir sind heute hier im geheimen Auftrag unterwegs. Benny ist dabei, Christian ist am Pinkeln, Ralle ist dabei, Peter ist dabei, Wessi ist dabei, Curtis ist mal wieder dabei und wir begleiten ihn heute auf der Reise zum Mond auf jeden Fall. Denn er hat sich nämlich einen Mondtracker geholt. Hat irgendeiner empfohlen, ich weiß nicht wer. Aber er sagt... Aber vielen Dank an den Verkäufer. Ja? Er will, genau. Er will es auf jeden Fall ausprobieren hier und heute. Und er ist hier genau im richtigen Gelände unterwegs. Und deswegen fahren wir jetzt nämlich los. Ich habe alles erneuert. Ich habe neues Schaltwerk, ich habe neue Hinterradfelge, ich habe eine neue Pelle hinten. Ich habe mein Schutzblech immer noch nicht erneuert, das ist immer noch kaputt. Ja, und ansonsten bin ich auf jeden Fall gespannt, was heute hier passiert. Dann geht das jetzt los hier, Leute. Wir verlassen dieses Gelände und versuchen hier so uns durchzuschlängeln durchs Gelände, übers Gemüse und ab geht's auf die Trails. Jetzt haben wir sie fest. Der Junge, der macht ja irgendwas. Ich hab gesehen, dass der irgendwas macht. Dreh dich mal um. Das ist gut, dann ist das Brett, Ralle, das Brett, was gefehlt hat. Ich fahre jetzt runter, gucken wir nach unten an. Ja. Ralles 24er Wiegetritt. Oh, boah, Ralle, was ist los? Alter, direkt am Anfang. Direkt am Anfang Felge gebrochen. Ja, hier ist aber normal, das ist immer so hier. Das wird gleich besser. Wenn steil ist, sind keine Pfützen mehr. Oder wie war das? Wenn es steil ist, dann gibt es keine Pfützen. Oh, guck mal hier, trocken. Okay. Ralle, oh, ich wurde gepeitscht. Oh. Ralle 24, Zwiegetritt hier. Er macht aber auch Sachen, die da der Ralle. Da waren jetzt schon zwei, drei Dinger dabei. Da muss er aufpassen, ey. Oh, guck mal, wie schön. Guck mal, wie schön. Ist das geil hier. Was? Oh, Vorsicht! Bennys Stelle! Bennys Gedenkstelle! Jawohl! Ja, pass auf, Benni, pass auf, Benni! Benni, pass auf, weiter! Wo soll ich hin? Ihr müsst laufen! Ihr müsst da weg, ey! Ja, Ralle, das ist. Weg, weg, weg! Das ist deine Spezialfähigkeit, du! Die kommen, die beiden, die kommen! Deine Superkraft! Lass rollen, das geht, wirklich! Lass rollen! Links halten, dann geht das! Ja, 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 das geht, das geht! Sauber, guck mal, wie das geht! Ja, siehst du! Das hat Monraker! Das gleicht den Rest aus, jawohl! Der Peter hier, zack! Ganz locker! So, das war die erste Challenge hier.
Das war doch schön fürs erste Mal. Was hast du mir jetzt da hinten dran gepackt? Warte. Was ist das? Hier. Ein Brett. Ich wollte schon mal eben die Bodenverhältnisse hier einmal abklären, damit ihr Bescheid wisst, dass wir uns für euch wieder hier komplett einsauen. Ja? Also hier kann man ganz deutlich sehen, Füßchen macht heute keinen Spaß. Nur, dass ihr wisst, wie die Bodenverhältnisse heute sind. Nicht, dass das auf der Kamera nachher trocken aussieht, denn das siehst du ja nicht. Ne? Das kannst du nicht sehen. Bis gleich. Annie, ich fahr hinter dir. Ich werde das dokumentieren. So, jetzt fahren wir hier auf dem Trail. Der ist, weiß eine Sahneschnitte. Benny ist hier gut unterwegs. Mit einem guten Tempo. Das muss ich mal nochmal zu kriegen. Ich bin verliebt in dich. Danke für die Beratung, mein Freund. Ja, bitte gerne. Kein Thema. Ey, eine Liebe mit dem Bike. Fühlt sich anders an als das Canyon. Das ist ein Peter Rüdroll. Bin ich da reingestuhlt? Bin ich da reingestuhlt, Alter. Herrlich. Ja. Herr Ralf! Da fährt er, hier mit seinem neuen Bike. Ja. Die sind hier gar nicht runter, ja. Ich lach mich kaputt. Benni, dann fahr mal da rein, stuh mal runter, dann stuhen wir mal den Rest hier weg. Ja, ja, gucken wir mal. Ha? Dafür sind wir ja heute hier, um zu gucken. Ah! Ah! Bah, wie ekelhaft! Ich kann die immer noch nicht sehen, die beiden. Da sind sie doch, ey. Sag doch mal, dass ihr schon gefahren seid. So, Leute. Kurze Info. Ralle hat Probleme mit seinem Kiox. Da stand auf einmal Akku schwach, dann ist das ausgegangen. Jetzt ging das nicht mehr an. Ja, was haben wir gemacht? Ich habe Gott sei Dank immer eine Powerbank dabei. Falls mal ein Handy leer ist, was gebraucht wird. Oder falls mal, weiß nicht, irgendwas aufgeladen werden muss, Garmin oder keine Ahnung was, worauf man angewiesen ist heutzutage ja leider in manchen Situationen. Ja, und haben wir jetzt das Kiox angeschlossen und was soll ich sagen, das lädt. Ja. Kiox, das ist jetzt an, das ist hier an dieser tollen Powerbank für 7,99 angeschlossen, die hat auch noch ein paar Striche, noch drei. Und der Kiox zeigt jetzt sogar an, hier oben in der Ecke, wenn du das sehen kannst, 100%. Ja? 0 Kalorien hat der Ralle verbraucht, hast du ja gesehen. Gut, der fährt auf 2000, auch Turbo, ne? 2110. Ja, wir können hier mal nochmal Ralles Statistiken durchgehen. 0 Kilometer ist er gefahren. Braucht der Hilfe? In 0 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit von 0. Das ist natürlich auch wirklich der Nachteil am E-Biken. Ich kann mir eben kurz meine Speichen kontrollieren. Ich habe nämlich ein neues Laufrad und da muss man immer schön aufpassen. Okay, passt aber. Das ist natürlich der Nachteil am E-Bike, dass man natürlich auf solche Sachen komplett angewiesen ist. Ne? Also wenn das nicht funktioniert, dann bist du am Arsch. Wenn dein Akku nicht geht, bist du am Arsch. Wenn du ein Motorproblem hast, bist du am Arsch. Ne? Das ist einfach die Kacke am E-Bike. Hier ohne Motor, der Mann. Wow. Hier Leute, das könnt ihr sehen. Ja, warte. Fühlt sich anders an. Not my cup of tea. My cup of tea. So, die ganze Bande hier einmal. Oh yeah. Ja, also Ralle, musst du aufpassen, wenn ihr mit Ralle unterwegs seid, am besten ohne Technik. Nur ein Bier in der Hand, so, dann ist das alles gut, da kann nichts passieren. So, der Dickste fährt vor. Ja, dann ach, Alter! Ey, was? Der Benni wollte gern drüber fahren. Boah, das ist aber, ja, Alter, das ist, warte mal, lass uns den mal hier so hinlegen, so. Schmeiß das Ding weg, ey. Da kommt irgendwann auf dumme Ideen gleich, ey. Das ist zum Draufsetzen eigentlich. Genau, so. Also ich hätte das nicht gemacht. Ich finde das Fitchery. Jawohl. Ah, natürlich. So, Wessi kommt auch noch. Jawohl, so. Jetzt muss der dicke Mann wieder vorfahren hier.
Jawohl, die Konstellation hat sich geändert. Der Dicke fährt vor. Ach nee, oder? Nein? Ich bin der dicke Mann. Ich bin der dicke Mann. Oh, jetzt habe ich Ralle vor mir wieder. Da kommt wieder Lines um die Ecke, ey. Da träumst du von. Du auch, du Altslalom hier. Ich bin nicht auf dem Fahrrad. Ja, siehst du, das ist, wenn Ralle vorfährt, dann ist das so des Todes. Nee, jetzt bin ich raus. Ich bin raus. Komplett. Und dann bei dem Trail raus zu sein, ist echt schwierig, Leute. Ach, nein! Nein! Ich wusste es doch! Und Rakete am Boden. Ich wusste es, hier dieser Trail. Jedes Mal holt er mich. Komm mal hier Mut zur Lücke, ey. Wir probieren das mal jetzt hier. Hier so? Muss ich natürlich die Kurve kriegen. Auch eine geile Line. Aber jetzt hier wieder drauf zu kommen ist schwierig, aber geht. Scheiße, ey! Gottes, kann nichts passieren, hier unten ist schön weit. So Leute, jetzt wird's hier international individuell. Pass auf. Warte mal, gucken wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Warte mal, erstmal bevor wir es funktioniert. Warte, erstmal bevor wir es festklemmen. Die Powering machen wir jetzt dahin. Ja. Geil, das ist gut. Ist jetzt stramm da. So. Das ist cool. Kannst du mal bitte, kleiner Benjamin, kannst du bitte zumachen? Ja, da kann ich das. Die zweite Tasche von oben, oder die letzte, die man sieht. Hallo, mach das nicht kaputt, Boos. Das ist von Decathlon. Oben ist das nicht, oder was? Na sicher, genau, Alter. Kabelbinder, so ein Nippex. Das ist mein After in Ruhe. Scheiße, ich habe keine Kabelbinder dabei. Ich habe doch dabei, Leute, ich habe doch dabei. Wenn ich meine Werkzeugkiste nicht mit hätte. Aber, ach, guck mal, mega. Hier, nimm dir mal zwei raus aus der gemischten Tüte hier. Da unten. Die letzte zwei. Ja, siehst du? Siehst du mein letztes Hemd hier? Eine lässt du mir über, so eine ganz kurze. So, jetzt läuft der Kiosk auch wieder. Mega. MacGyver-Style hier. Aktivier den Fluxkompensator. Los! Wir fahren los! Ralle ist aufgeladen. Wir sind hier auf jeden Fall zurück in die Zukunft, zurück in der Zukunft. Mit Ralle 24 hier wird es wieder lustig heute. Es ist auf jeden Fall hier ein bisschen matschiger geworden und es fängt langsam an zu fieseln. Schön nebenher fahren. Ah, bestes Wetter heute. Ist trocken bis nachmittags, haben sie gesagt. Kommst du hier hin, fährst du hier, haben sie gesagt. Richtig. Ai, ai, ai. Ah, herrlich. Das regnet erst nachmittags, haben sie gesagt hier. Sicher. Boah, Leute, hört ihr das Schmatzen? Boah, ich liebe das, wenn das so schmatzt. Ne? Mag ich gerne. Geil. Ah, schön herrlich. Top. Komm, ich nehme dich mal hier wieder an den Helm. Ist, glaube ich, besser. Kannst ein bisschen mehr sehen vielleicht. Also, bis gleich. So, das hat mit dem Puschel eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Aber trotzdem ist das tausendmal geiler. Windrauschen, Dings rausnehmen. Diese Unterdrückung. Du kannst ja auch in Japan so ein Büschel Schamhaare bestellen, da kann man auch da dran kleben. Dann ist das Rauschen auch nicht mehr so. Die kannst du da auch am Automaten ziehen, habe ich gehört. Deine eigene? Eigene? Ja, also do it yourself. Ich kann auch ein paar Achselhaare lagern, wenn du willst. Also ist kein Problem. Ich fahre einfach mal vor. Der dicke Mann fährt vor, rechts, rechts. Der dicke Mann fährt hier mal vor. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Trail das ist jetzt. Doch, bin mir sicher, dass ich weiß, welcher Trail das ist.
Ja, bin ich doch. Ich bin doch hier recht. Was ist das denn, ey? Oh, da ist aber hier übel, oder? So, hier ein bisschen fitschiger als sonst. Hier, oder? Ist das nicht richtig? Boah. Boah. Ich bin einfach woanders lang gefahren. Boah, Leute. War das nicht richtig, Ralle? Hä? War schön. Ich bin bald abgewogen. Oben. Ach so, okay. Wusste ich nicht. Ja. Dich. Brauchen wir Luft auf dem Mond. Er feiert das Ding. Okay, gut. Geht richtig. Ja? Ja. Jetzt überlegen, ob es noch trocken wird. Ne? Was ist das? Nee, Peter kommt auch noch. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Sicher, die E-Biker haben ja alles kaputt gemacht. Die scheiß E-Biker. Ja, komm. Geht doch. Ja, ne? So, jetzt fährt ein anderer vor, damit wir uns nicht nochmal verfahren, wie ich das gerade gemacht habe. Also hier rechts. Lass mir die Scheiße voll in den Nacken. Eieiei. Ah. Mama, was macht ihr? Wie so ein dicker Wal. Wie so ein Walross. Boah. Leute, da bin ich aber jetzt was gefahren, ey. Meine Güte. Hä? Ich stehe scheiße auf dem Pedal, ey. Ich komme nicht runter. Ah, ne. Das war scheiße hier. Boah, ey, Mann. Jungs. Boah, hier riecht aber nach Bremse, Leute. Brummi. Das war eine Katastrophe jetzt. Das war wie Erstbefahrung, ohne Scheiß. Boah. Was ist passiert? Ja, schön. Läuft, wa? Ja. Mundwecker. Yeah. Na, besser ein bisschen fahren als gar nicht fahren, Endo. Schöne Grüße hier von allen auf jeden Fall. Schade, dass du nicht dabei bist. Beim nächsten Mal wieder.